Ja, guten Morgen, liebe Modellbahnfreunde. Ich bin jetzt gerade dabei, das neue Video zusammenzuschneiden. Ja, zwei Themainhalte gibt es dieses Mal. Zum einen, ich war mit dem Marc und mit dem Hajo im Märklineum. Vielleicht erinnert ihr euch, in einem der letzten Filme habe ich ja den Hajo kennengelernt, der mir dann ganz nebenbei erzählt hat, dass er die Anlage im Märklineum geplant hat. Und der Marc ist gerade dabei, selber eine große Anlage zu bauen. Und der hat mich dann gefragt, ob ich da mal einen Kontakt herstellen kann, dass der Hajo einfach mal über seinen Gleisplan drüber guckt. Das habe ich dann auch gemacht. Und der Marc ist also gerade dabei, seine Planung etwas umzustellen, weil er halt bisher immer sehr geradlinig alles plant, also so am Anlagenrand entlang und so weiter. Und er plant jetzt gerade um. Und die zwei haben sich dann mal im Märklineum verabredet, damit man einfach vom geistigen Schöpfer der Märklineum-Anlage noch ein bisschen Inspiration bekommt. Und da bin ich dann auch hingegangen, habe ihnen einen Gutschein gehabt von Märklineum. Man kriegt ja immer zum Geburtstag einen Gutschein und der wird jetzt demnächst abgelaufen. Deshalb bin ich damit rein. Und dann sehen wir noch ein bisschen Züge von den Sommerfahrtagen der Modellbahnfreunde Tech. Da habe ich ein paar Impressionen eingefangen. Und der Christian, das ist der jüngste MOBA-Tackler, der wird euch dann auch mal zeigen, wie er sein Modul jetzt gerade mit der Landschaft hier gestaltet. Er hat das alles völlig selber gemacht. Klar, ein bisschen Inspiration bekommt er von Klaus, aber alles selber gebaut. Das zeigt er dann euch auch mal. Ja, und die Modellbahner, die bringen dann eben natürlich auch ihre richtigen Schätze mit. Hier seht ihr hinten die Dreiertraktion von der E91 oder Dreifachtraktion. Das war natürlich schon ein riesen Hingucker, alles auf digital umgebaut und synchronisiert. Und die zieht da also wirklich ihre Bahn über diese lange Strecke. Und da haben wir auch sehr schöne Aufnahmen gemacht. Aber das seht ihr ja dann alles gleich im Film. Ja, das Schöne an diesen Fahrtagen der Modellbahnfreunde Tech ist, dass da eben Samstag und Sonntag jeder kommen kann, der vielleicht auch mal irgendwo noch eine alte Lok im Schrank liegen hat oder vielleicht auch einen langen Zug hat, den er mal auf einer Riesenstrecke fahren lassen möchte. Und da darf also jeder, ob groß oder klein, dann seinen Zug hier aufs Gleis setzen und fahren. Das ist digital in der Anlage. Es gibt auch eine kleine Analoganlage, wo man dann eben auch die ganz alten Schätzchen laufen lassen kann. Und ich habe mich auch gefreut, da war jetzt am Samstag der Hans-Jörg auch da, der das über meinen YouTube-Kanal auch entdeckt hat, der dann seine alten Schätzchen mitgebracht hat, 20 Jahre altes Krokodil draufgestellt und sieh da, es lief. Ja, und da kommen dann immer wieder mal Leute, die dann eben ihre alten Lokomotiven dann mitbringen. Es werden dann auch kleine Reparaturen mal vorgenommen. Also gestern hat man eine V200 mit nur einem Haftreifen drauf und vier Körnern eigentlich drauf. Ja, die lief dann ein bisschen rumpelig und ja, da werden halt von den Leuten hier, von den Modellbahnern Tech, wird da einfach mal geschwind Hand angelegt und ja, drei Haftreifen aufgezogen und dann läuft die Lok auch wieder. Ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit meinem Weinberg. Ich habe da schon wieder ein bisschen umgeplant. Und dann endlich kommt auch hoffentlich wieder was zum Rockrail. Also so ist ja aktuell die Planung. Erst der Weinberg, dann wieder Rockrail. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Film. Und erstmal noch einen Kaffee. So, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder im Märklineum, weil ich habe ja hier noch einen schönen Gutschein vom Geburtstag. Und wer ist mit dabei? Der Marc. Hi. Und der Hajo, genau. Und warum seid ihr jetzt heute da? Erzähl mal die Geschichte. Ja, wir wollen ein bisschen uns die Anlage angucken, wegen meiner Anlagenplanung für mein neues kleines Türkheimer Miniaturwunderland. Genau. Und du hast ja damals auf das Video hin, wo ich den Hajo kennengelernt habe, genau, gefragt, ob er dir vielleicht noch ein paar Inspirationen geben kann. Genau. Und das ist klappt super. Ja? Und wir haben schon alles umgeplant. Du hast ja eine nette Mail geschrieben, gell? Was alles nicht so toll war bei seiner Planung. Das habe ich nicht geschrieben. Ich habe nur geschrieben, wie ich es machen würde, dass ich es anders machen würde. Ja, genau. Was ist passiert? Es wird total anders. Es wird total anders, echt? Total anders, ja. Den ersten Entwurf hast du mir schon mal geschickt. Das sieht ja cool aus. Jetzt haben wir noch einen viel besseren. Guck mal. Das wird der Hauptbahnhof. Ja, das hast du mir geschickt. Per WhatsApp. Ja. Genau, das heißt, du hast jetzt den Bahnhof schräg angeordnet. Und die Gleise krumm. Und die Gleise krumm, was ja für dich, was sagt man da, ein Novum ist eigentlich, ja? Ja, weil ich bin sehr geometrisch. Okay.
Auch eine Kurve ist Geometrie. Ja, ich bin sehr geradlinig. Die gerade Kurve, oder? Genau, wir machen die kürzeste Kurve Verbindung zwischen zwei Punkten. Ja, und wo die erste Kreuzungsweiche liegt, da ist getrennt zwischen den beiden Vorderanlagen und den Hinteranlagen. Die Folie. Ja. Du kannst dann anschließend ein bisschen spachteln. Ich habe die bei mir nur mit Weißleim eingestrichen, dass es ein bisschen stabiler wird. Mhm. Aber du kannst sie natürlich verspachteln und farblich verändern und bepflanzen. Richtige Korbunterlagen, die du hier hier ist. Der Blautopf. Wieso? Ja. Der ist sehr gut getroffen. Exzellent. Der Mann, der das gemacht hat, der Wolfgang Lösch, ist der beste Modellbauer, den ich kenne. Der macht aus nichts tolle Sachen. Hier an dem Rad, diese runterhängenden, wenn du mal da warst, hast du das gesehen? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das Zeug, was da sich an... Algen. Groß, Algen. Ja, Algen und so ein Scheiß. Und da hat er überlegt, wie mache ich das? Und dann hat er das Flusensieb aus seinem Trockner genommen, hat diese Flusen, die da drin sich sammeln, genommen und hat daraus die Teile gezupft, die er dann da drauf gemacht hat. Echt? Ja, er macht geniale Sachen. Jetzt haben wir hier den Christian, den zeigen wir natürlich aus Datenschutzgründen nicht, aber der Christian hat sich jetzt hier ein Modul bauen dürfen. Und Christian, erzähl mal, wie war das? Ja, wir haben an meinem Modul zuerst natürlich die Schienen verlegt, dann haben wir das Modul mit Gipsbinden für die Straße ausgelegt. Kannst du mal zeigen, wo sind die? Ja, da haben wir hier mal eine Straße und dann haben wir hier eine Straße. Dann haben wir dort drüben noch eine Straßenbaustelle. Die haben wir aber erst ganz am Ende gebaut. Wir haben nämlich danach, nach den Straßen, die Module grün angemalt, beziehungsweise mein Modul. Und dann habe ich mit Klebespray mit Kunstgras angelegt. Und dann habe ich einen Plan entworfen, wo, wie, weshalb, warum, welche Schilder hinkommen. Und mir überlegt, dass an die Straße noch eine Ampelschaltung hinkommen soll, die auch schaltet. Schaltet wirklich um? Die schaltet um. Jetzt schaltet die Ampel um. Jetzt haben die Autos rot und die Fußgänger bekommen jetzt grün. Und dahinter ist ein Bauarbeiter und der schläft oder der schnarcht. Ja, der schläft. Es ist nämlich gerade Mittagspause und dann nutzt er die Chance aus und schläft. Hier haben wir dann noch einen Bauarbeiter, der hat natürlich auch gerade Mittagspause. Und der kauft sich gerade zum Mittagessen beim Fischhändler einen Fisch im Wecken. Für seinen Hunger, den er gerade hat. Und direkt dahinter an der Straße gibt es noch ein Detail. Hier liegt nämlich ein Reifen, der ist mit mir an meinem Bier-LKW nämlich abgekracht. Und dann habe ich gedacht, ich simuliere einen kaputten Reifen. Der ist hier nämlich abgekracht. Und dann habe ich hier einfach so getan, als hätte der eine Panne.
Und jetzt steht da ein Laster, der Bier hinten drauf hat aus Köln. Und Frühbier, genau. Früh, genau, aus Köln, Kölsch. Und der hat jetzt halt eine Panne. Jetzt mal live anschauen. Super. Nächstes Mal bringst du deine Christine wieder mit? Ja, die habe ich heute daheim lassen müssen. Die ist daheim in Regensburg. Ja, okay, weil die muss dann wieder Zug fahren. Dann mal. Ja, aber wir haben morgen Gäste. Ich muss morgen früh um 10 fahren. Ich habe gesagt, ich bleibe jetzt heute noch, gehe hierher und dann komme ich. Weil letztes Mal haben wir ja schon angefangen, dass wir den Eisenbahnvirus setzen und da hat sie ja die schöne 218er gehabt. Ja, aber dann hat sie gesagt, also ob ich da Eisenbahnhäuschen baue, wie das bei dir ist, das weiß ich noch nicht. Ah, okay, das schauen wir dann mal. Auf jeden Fall viele Grüße, gell? Richtig, ja. Mehrschichtig. Wieder Runde, fällt mir doch, oder? Ja, wunderbar. Ja, Punkt. Ich bin nicht auf der Stoffstelle. Eigentlich hätte ich auch die Stoffstelle einschalten. Oder abschalten. Leid ist die auf Überleitung, ist die auf Überleitung. Analog läuft, guck. Genau. Ganz schön ausgleicht, hä?
legst da drauf, oder? Was wir vorhaben, wir wollen an diese schöne Lokomotive die rollende Landstraße hinhängen mit 40 oder ca. 40 Wagen. Und einem Haftreifen, oder? Nein, tatsächlich nicht. Die hat auf jeder Achse einen Haftreifen. Bis 10, 1, doch, tatsächlich, bloß zwei Haftreifen. Oh. Ist aber schwach. Weil unser Ziel ist ja, mit LKW das zu machen, also mit Beladung. Ja, da kommt dann schon Gewicht zusammen. Okay. Also Leute, das ist das Coolste überhaupt hier, weil wenn dieser ganze Digitalquatsch ausfällt, meinst du es hier? So. Oh, Weiche falsch gestellt. Wofür ist der? So, jetzt. Mega, vor allem, du kannst den Motorstock machen. Du hast drei Fahrstufen und hast eine Durchsage. Ein absoluter Traum.